von Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Sein russischer Kontakt auch nicht. Ich hatte einen klaren Schuss, der geringste Druck auf den Abzug und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben, der Wind war also kein Problem. Ich atmete kontrolliert, stabilisierte mein Zielen, dann Feuer.
Heisenberg war tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch 4 übrig. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreidel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen 3 Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet.